Hier ziehen wir ein, unsere neue Wohnung. Bin ich mal gespannt. Ja, 5 Millionen Euro. Oh, bin ich dumm? Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Komm erstmal rein. Ja, das ist eine gute Idee. Schließen wir erstmal die Türe. Also ich will gar nicht wissen, so weiß ich nicht. Die wirken in ihren Videos immer so clean halt. Versteht ihr so? Ja, so clean einfach, ne? So genau, Ossok. Wie unterhalten die sich privat, wenn keine Kamera läuft? Das würde ich gerne wissen. Wie leben die? Wie leben die wirklich privat? Wie unterhalten die sich? Wie interagieren die miteinander? Sitzen die auch auf der Couch mit den Beinen überkreuzt und ach, heute war aber ein schöner Tag. Julienko, wie geht es dir? Ja, wie war die Arbeit? Hast du heute ordentlich Videos hochgeladen? Stimmt die Klickzahlen? Alles stabil? Ja, wie sieht dein CPM aus? Ja, so, das würde mich interessieren, so, ob die auch privat so sind. Ja, das würde ich echt gerne wissen. Alter, ich freue mich, dieses Video jetzt für euch zu Oh. drehen. Warte, Ich komm mal, da sage vorne ist euch. das Licht wahrscheinlich. Oh, ich mache das Video nur für euch. Ja, ich mache das nur für euch im Dezember. Adventskalender, jeden Tag ein Video. Das mache ich nur für euch. Ja, weil ihr das verdient habt. Ich mache das nur für euch. Ja, nur für euch und nicht für mich. Ja, Junge. Als ich damals zur Arbeit gegangen bin, in der Werkstatt, ne, wenn ich meinem Vorarbeiter, ja, meinem Schichtleiter, Grüße gehen raus, Andreas, ne, wenn ich damals meinem Schichtleiter morgens um kurz vor 6 im Pausenraum gesagt hätte, Andreas, gleich ist 6 Uhr, ja, ich komme hier nur her zum Arbeiten für dich, ich mache das nur für dich, Andreas, ich bin nur hier für dich, ja, ich baue hier Schaltschränke, ich mache das nur für dich. Und wenn ich beim Chef hochgelaufen wäre ins Büro, ich hätte meinem Chef damals gesagt, ja Chef, pass auf, ich komme hier jeden Morgen her, nur für dich. Ich mache das nicht für mich, ich mache das für dich. Ja, Junge, ja, kannst du dir nicht ausdenken. Nicht besser. Optimal, so. So? Ja. Ja, wir stehen in unserer Ach, neuen Michelle, erzähl Wohnung. mir doch Kurz nichts. nochmal Ja, zum steig erst mal in Verständnis, Zug. wir sind ja gerade in Spanien, begleiten hier so ein bisschen die Fertigstellung von unserem Oh. Ferienhaus und haben uns hier Oh. immobilientechnisch ein bisschen breiter aufgestellt und diese Wohnung hier erworben. Und so. Also, wir bauen nicht nur ein Haus in Spanien, wir haben uns auch noch andere Immobilien angesehen und haben diese Wohnung noch extra gekauft. Solange wir hier sind und solange das Haus noch nicht fertig ist, haben wir uns gedacht, richten wir die Wohnung erstmal ein und nutzen die erstmal selber. Wir überlegen, ob wir die danach vermieten, dauerhaft, ferienmäßig Family, was oder auch für immer. die Family oder behalten, private Zwecke, wie auch immer, wissen wir noch nicht. Aber die Wohnung gibt es jetzt. Wir Ich zeigen euch denke, das jetzt mit mal dem die Haus Wohnung wird hier. wahrscheinlich, bis das komplett fertig ist, oder was Ja, dauern. wir wollen uns da auch echt ganz dolle Zeit lassen mit der Einrichtung, ne? Ja, deswegen sind wir mega, mega happy. Ich liebe Na, diese Fenris, ich Wohnung hoffe und nicht, freue mich, Alter. euch jetzt alles zu zeigen. Ich würde sagen, ich wandere mal in die Küche. Willst du so oder so oder wie willst du Ja, filmen? Ich weiß es nicht. bin da Also, ganz wir haben offen. hier eine wunderschöne offene Küche mit so einer Durchreiche. Finde ich voll geil. Ihr könnt zu ich würde da voll gerne so einen Barhock einstellen, wenn das passt. Die Küche ist komplett so in der Wohnung drin gewesen, ganz schlicht weiß. Ich finde es mega schön Ich komme und. mal von der Seite hier. Im Übrigen ist die Küche auch das Einzige, was eigentlich schon ausgestattet ist in dieser Wohnung, Ja. ne? Besteck, Die es ist Küche schon ist alles nice. da. Und Perfekt. jetzt guckt euch das an. Mega geil. Sowas ist schon cool, ja. Meine Eltern haben sowas auch. Ja, die Küche ist schon fast Ja. fertig. Das heißt, kochen können wir hier schon mal sehr, sehr gut. Sonst gibt es hier noch irgendwas so zu sagen? Ich glaube nicht. Dann, wenn ich hier in den Eingangsbereich trete, seht ihr auf der Seite wieder zwei Anbauschränke, wie sich das für die Classics gehört. Hier ist gar nicht mal so was Interessantes hinter. Wir haben hier unsere Oh. Waschmaschine, da kommt noch ein Trockner hin. Vielleicht überlegen wir hier eine Garderobe Hier ist zu machen. so Da ist so eine ein Heizung, ja, Wasserhahn, sowas. ein Heizungsgedöns und so. Du, direkt am Meer, ne? Krass. Ja, und jetzt kommen wir hier in den wunderschönen Wohn-Ess-Bereich, wo aktuell nur eine Couch drin steht. Hier an dieser Stelle hier werden wir einen wunderschönen Esstisch hinstellen. Den haben wir sogar schon gekauft und der wird in ein paar Tagen geliefert. Erinnert mich ein bisschen an den Tisch, den wir in Deutschland auch haben, so von der Platte Bisschen, her. ja. Alles wieder so grau-beige gehalten, ne? Ja, die Bilder haben wir da hingestellt. Wir wissen nicht, ob wir die benutzen, ein, Aber zwei die oder Farbe so passt an die schon Wand. sehr, sehr geil auch zu dem Tisch, weil der auch so Ja. eine Marmorierung oder so eine Struktur hat, Ja, ne? also es würde, glaube ich, sehr gut passen.
Ja, und hier steht unsere wunderschöne Die Wand ist nice. Die haben wir schon geholt. Hier diese Vierecke. Und ich bin so rentnermäßig. Ich liebe du bist so rentnermäßig. Ja, wenn diese Kopfdinger hier, die Rückendinger so hoch sind. Ja. Ja, aber hier kommt ihr noch was hin, ne? Genau, wir haben nämlich von der gleichen Marke, im gleichen Style, in der gleichen Farbe einen Sessel bestellt. Noch, der ist dann quasi wie so ein... Also das ist wirklich einfach nur die Hälfte, die da nochmal steht, ne? Ja, genau, die Hälfte davon, die kommt dann hier nochmal so hin. Ja, und dann haben wir hier eine wunderschöne Wohnzimmerecke. Hier kommt dann natürlich... Das sieht echt nice aus, ne? Der Ausblick. Ja, den musst du nur noch irgendwie rüber transportieren. Und jetzt gehen wir mal raus, weil das ist nämlich das Schönste hier eigentlich an der Wohnung. Ausblick ist, oder? Wow. Boah, ich liebe diesen Ausblick. Es ist einfach so, so wunderschön. Einmal Blick aufs Meer und noch die Berge, das ist wirklich... Wir haben hier auf jeden Fall einen Esstisch hingestellt. Ich finde den Style mega schön, auch so grau gehalten. Also ich glaube, bis jetzt haben wir alle Möbel, die wir gekauft haben, so grau. Und das ist echt krass, ne? Und also im gleichen Style haben wir auf der anderen Seite der Terrasse okay, warte, jetzt muss ich mal kurz, ich stelle mich einfach erstmal hier hin. Das war so ein Zufall, weil wir die nämlich sogar in zwei unterschiedlichen Läden gekauft haben. Das ist einfach exakt der gleiche Hersteller, glaube ich. Das stimmt. Ja. Auch hier diese, wie nennt sich das? Ne? Ihr wisst, Rattan. Was ich meine. Genau, genau. Ah, nee. Genau. Ja, okay. Schuhe. Also sollen wir andersrum wieder rein, ne? Und dann ja, das machen wir, dann können wir, gehen wir nochmal gleich raus. Ja. Was auch sehr, sehr geil ist, sind die eingebauten Boxen an der Decke. Die machen auch einen sehr schönen Klang. Und indirekte Licht überall, ne? Das haben wir wirklich überall. Ich finde das so schön. Jetzt gehen wir hier in den Flur. Mhm. Diese Wohnung hat zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Hier ist das erste Schlafzimmer. Jetzt mal eine dumme Frage. Denkt ihr nach dem Video, als sie das aufgenommen haben, haben die sich beide angeschaut und gesagt, ey, wir sind richtig geile Typen, ja, und wir sind richtig geile Menschen, lass einfach mal in der Wohnung Sex haben, so. Ja, das frage ich mich gerade. Ja, ob die in der Wohnung nach dem Video, ne, ob die da gepimpert haben, das frage ich mich wirklich. Ja, nee, ich würde das echt gerne wissen. Ja, ich würde das echt gerne wissen. Mhm. Das kleinere Schlafzimmer. Hier. Ey, ganz ehrlich, wenn ich so viel Kohle hätte, ja, und für mich und meine Frau in Spanien so, an so einem Ort eine Wohnung kaufen könnte, finanziell, wenn ich das stemmen könnte, ich würde mich selbst für den heftigsten der Welt halten. Ja, Junge, ich würde die alte herziehen, ich würde den ganzen Tag bearbeiten, ein Stück Kantholz, ne? Ich würde die komplett durchrattern. Ja, ne, würde ich machen, weil ich mir einfach geil fühle. Wie fühlt man sich, wenn man reich ist? Ja, natürlich fühlt man sich geil, oder? Und das hier reingestellt. Wie süß sind diese Autos, bitte. Das ist auch, was der Leo auch in Deutschland in Schwarz hat. Ne? Dann haben wir für die Emmy versucht, ein ähnliches in ein bisschen kleiner zu kaufen. Das hat auch diesen mega schönen Ausblick. Und hier kann man dann auch einfach raus. Optimal. Hier werden die Kinder hausen, genau, beziehungsweise, ja, gucken mal, wie wir es machen, ob vielleicht ein Kind bei uns schläft oder... Wir wissen es noch nicht so ganz. Wir haben auch noch keine Matratzen und nichts. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber mach mal den Schrank auf, ich finde auch, der sieht so schön von innen aus. Guck mal, Hauptsache wir haben schon Kleider. Dann gegenüber ist dann das Badezimmer, was zu diesem Schlafzimmer in Spanien oder als Gäste-WC benutzen, ne? Komplett ausgestattet, in den gleichen Farben, beige, grau. Und hier ist sogar auch eine Dusche, das finde ich sehr, sehr schön. Also und das haben sich Emmy und Leo ausgesucht. Ja, stimmt. Das wird dann wahrscheinlich erstmal das Kinderbad, ne? Solange wie wir hier wohnen. Weißt du, die Kinder können nicht mal richtig laufen und haben schon ihr eigenes Badezimmer, ne? Das musst du dir vorstellen. Ja, also wild. Genau, so. Dann gehen wir jetzt mal hier ran. Das ist ein bisschen so wie bei uns im Haus. Oh, okay. Hier ist jetzt der Elternbereich, wo alles so zusammenhängt, ne? Wir haben hier das Schlafzimmer. Das hat genauso wie drüben das andere Zimmer auch wieder den Blick direkt draußen aufs Meer und auf Zugang auf die Terrasse. Die Gardinen hier kommen auch wieder weg und das kommt auch noch weg. Ja, wir haben noch nicht geschafft, alles zu entfernen. Und hier kommt dann das Bett hin, auch hier wieder so abgesetzt mit indirektem Licht und die Wand. Das ist wieder sowas. Ich hätte es mir niemals selbst gemacht, aber es sieht irgendwie geil aus, oder? Es sieht wirklich aus wie so ein Dubai-Hotel. Ja, ne? Die wirklich, haben auch das sowas, stimmt. Ja. So, das Bild vielleicht dann lieber wissen, aber nicht.
Hier ist jetzt unser Ankleidebereich, auch sehr geil. Also offen, aber mit geschlossenen Schränken. Ich liebe sowas, weil da kann man einfach Unordnung machen. Nein, das lassen wir. Der Seite haben wir schon völlig eskaliert. Handtücher, muss übrigens alles noch gewaschen werden. Die haben zwei Kinder, ne? Die haben zwei Kinder, aber wo? Es gibt nur ein Kinderzimmer. Wo schläft denn das zweite Kind? Ja, komm, als ob. Unnötig. Handtücher? Als ob du Handtücher wäschst. So, und hier ist jetzt unser Badezimmer. Hereinspaziert. Ja, in dem ganzen Bereich hier zieht sich übrigens der Boden durch. Das finde ich eigentlich schön, ne? Das trennt so diesen ganzen Bereich ein bisschen ab. Und vom Schnitt und vom Style generell ist das sehr ähnlich wie das Bad drüben. Auch wieder zwei Waschbecken, finde ich persönlich sehr geil, wenn jeder sein eigenes Waschbecken hat. Mit großer Dusche hier hinten. Und ja, was steht da? Selbstverständlich ist hier schon Bilou eingezogen. Hör mal! Sollen wir wieder rübergehen? Können wir machen, weil... So, das war die Wohnung. Aber zu dieser Wohnung gehört noch etwas anderes. Unten haben wir jetzt noch eine Poollandschaft, die wir mitnutzen dürfen. Okay, let's go zum... Indoor-Pool. Jetzt gleich! Und das... ist der Indoor-Pool. Ja, warum nicht? Der Ausblick nicht, ist so warum schön. Nicht? Mach mal. Wow. Ja. Aber ich mach's auch aus dem Ton. Ja, besser. Ja. Wenn ich so ein geiler Typ wäre, dass ich meiner Frau sowas ermöglichen könnte, ich würde mich in diesen Pool stellen, ich würde aus dem Fenster gucken und ich würde die wirklich, ich würde die ganzen Tag hernehmen, den ganzen, Junge, ich würde in dem Pool leben. Ich würde in dem Pool leben. Ja, und ich würde die sowas von zünden am Fenster, wie eine Rakete an Silvester. Ja, also, Junge. Ja. Und da ist auch noch eine Sauna, soll man auch noch kurz. Echt? Ja, gerne. Und übrigens, nachts sieht es auch so geil aus, wenn wir mal ein Foto einblenden. Ja, gerne. Wow, oh, sieht super. Sehr, sehr schön aus. Ja, und ich würde sagen, jetzt zeigen wir euch noch ganz kurz den Outdoor-Pool. Und dann lassen wir euch auch in Ruhe. Ach, wir haben auch noch einen Outdoor-Pool. So ruhig hier, ne? Voll. Man hört echt kein Geräusch. Wir haben aber auch einen guten Tag erwischt für das Video heute. Das stimmt. Gestern hat es geregnet. So, ihr Lieben, das war's mit der Tour. Wir haben euch alles gezeigt. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir die wunderschöne Wohnung gefunden haben. Dass wir die Möglichkeit haben, jetzt erstmal hier zu bleiben und wissen noch nicht so ganz, was die Zukunft bringt und wie es weitergeht. Aber wir halten euch ja immer auf dem Laufenden. Schaut unbedingt auch immer in unseren Insta-Stories vorbei. Wir werden nämlich jetzt natürlich die Wohnung einrichten und euch da mitnehmen und euch da auch alles zeigen. Und sonst kommt am Donnerstag bei Julian ein neuer Vlog online. Mhm. Der begleitet natürlich auch mit der Kamera hier unser Leben und da werdet ihr auch da sollte einiges schon sehen. Ja, genau. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist nice. Ja. Die haben sich ein Haus in Spanien gebaut oder sind gerade am Bauen, also möchten die quasi auswandern oder wie? Sie wollen eine Villa da bauen. Ja gut, aber dann wandern die auch aus dann quasi oder bauen die das zum Vermieten? Die Villa ist das Ferienhaus. Ah, okay. Quasi die bauen eine Villa, um da Urlaub zu machen oder so. Okay. Ja. Warum nicht, Alter? Wenn man die Kohle hat, ja, warum denn nicht, Alter? Also, wenn ich die Kohle hätte, Junge, ja, ich würde auch bauen. Ja. Wenn ich die Kohle hätte, ne? Ich würde Häuser bauen. Ja. Ich würde Häuser bauen und würde die dann vermieten. Weil das ist halt... Na, natürlich kannst du dein Geld bunkern und kannst auch von dem Geld leben und aus dem Fenster und leben, ne? Aber ich würde Häuser bauen. Auch weiß ich nicht, Beefsteed. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass erfolgreiche Menschen oder reiche Menschen das eigene Leben runterziehen. Ja, also ich fühle mich jetzt nicht schlecht, wenn ich jemanden sehe, der in einem Lambo fährt, ja, oder der, keine Ahnung, ja, also der Pascal zum Beispiel, der hat ein eigenes Haus, der hat eine eigene Haushälfte, ja, und finanziell abgesichert und wenn bei ihm bin ich gerne zu Besuch, also ich komme jetzt nicht die Tür rein, ja, und denke mir so, ja, ich wohne in einer Mietwohnung, mein Leben ist scheiße, ja, also ich bin gerne bei ihm, ne, so, das ist ein Freund, ja, also... Warum soll es mir schlecht gehen, wenn es anderen Menschen gut geht?
Ja, das ist, weiß ich nicht. Ja, also da habe ich gar keine Zeit für, um mir darüber Gedanken zu machen.